Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es wieder eine Wunsch-Review und zwar dieses Mal zu Puella Magi Oriko Magica von Magica Quartett und Mura Kuroe. Der ist erstmals 2011 in Japan erschienen und ist mit 2 Bänden bereits abgeschlossen. In diesem Band geht es vor allen Dingen um Kyoko und die kleine Yuma. Kyoko rettet Yuma vor den Hexen. Hexen sind halt, ja, Menschen, beziehungsweise die Seelendiamanten, beziehungsweise die Seelen von Menschen, die halt, ja, schlecht wurden, böse geworden sind, sind halt so die Seelendiamanten der Menschen, die halt verunreinigt wurden. Und ja, Kyoko rettete kleine Yuma halt vor diesen Hexen, denn die kleine Yuma hat ihre Eltern durch diese Hexen verloren. Und ja, ab da kümmert Kyoko sich so ein bisschen um die Kleine da, die Kleine alleine halt nicht, wirklich klarkommt und überleben kann, deswegen nimmt Kyoko sich ihrer an. Wer schon einiges von Puella Magi Madoka Magica zum Beispiel gelesen hat, der kennt noch Kyobai und der kennt dadurch auch schon Kyoko. Und auf jeden Fall ist Kyobai halt so ein kleines Wesen, was so ein bisschen katzenähnlich ist, finde ich. Und mit diesem Wesen machen halt die Magical Girls, so eins wie Kyoko ist, ein Pakt und werden dadurch halt so Magical Girls, die gegen diese Hexen kämpfen. Und Kyobai kommt halt jetzt zu Kyoko und sagt, hey, komm, lass uns Yuma doch auch zu einem Magical Girl machen, sie könnte das auch gut. Und Yuma ist natürlich total begeistert und möchte das auch gerne, aber Kyoko sagt, nein, vergiss es, das wirst du nicht tun, das lasse ich nicht zu. Und ja, da ist da auch erstmal kurz Pause zu dem Thema und dann geht es erstmal zu einem anderen Thema, weswegen Kyobai auch gekommen ist. Und zwar geht es darum, dass Magical Girls von Magical Girls getötet werden. Ja, und das ist natürlich nicht gut und Kyoko will da natürlich so ein bisschen herausfinden, was ist da los. Muss zwischendurch allerdings auch weiter gegen Hexen kämpfen, lässt Yuma dabei allerdings zu Hause, was nicht gerade gut ist, da Yuma ein kleines beeinflussbares Mädchen ist, was auch Kyobai hört. Ja, es ist nämlich so, dass Kyoko halt jetzt gerade unterwegs ist, gegen eine Hexe kämpft und diese Hexe auch erledigt. Es dauert alles nur ein bisschen länger und Yuma ist halt zu Hause und Kyobai kommt und sagt, ja, hier, Kyoko wurde getötet, schafft das nicht, sie braucht deine Hilfe, was auch immer. Und schließt mit Yuma einen Pakt, sodass diese auch zu einem Magical Girl wird. Als Kyoko das erfährt, wird sie sowas von sauer und ja, ist auch nicht nur auf Kyobai sauer, sondern auch auf Yuma, da sie Yuma gesagt hätte, bitte tu das nicht, werde kein Magical Girl. Aber Yuma hat nicht auf sie gehört, Kyobai war es auch egal, er will ja immer nur mehr Magical Girls erschaffen. Und ja, jetzt ist Yuma halt auch ein Magical Girl. So, und dann springen wir auch zu 2 anderen Charakteren, und zwar Oriko und Kirika, die beiden sind Freundinnen. Und ja, Kirika ist auch ein Magical Girl, tötet Hexen. Aber die beiden sind ein bisschen merkwürdig, es ist ein bisschen zwielichtig mit den beiden, denn ja, Kirika ist halt so ein bisschen so, ja, strange, so ein bisschen, ja, sehr merkwürdig und man hat so das Gefühl, sie ist, ja, sie ist so böse eigentlich und da, ja, erfahren wir nachher auch noch was zu. Auf jeden Fall springen wir dann wieder zu Kyoko und zu Mami, die jeder kennen sollte, falls er Puella Magi Madoka Magica gelesen hat. Mami ist auch ein Magical Girl und Mami möchte halt auch diese bösen Magical Girls aufhalten, die andere Magical Girls töten. So, und die beiden, also Kyoko und Mami, reden dann auch über ein sogenanntes White Magical Girl namens Oriko. Oriko habe ich ja gerade auch schon erwähnt. Ja, und Oriko ist auch ein Magical Girl, genauso wie Kirika also. Allerdings wird Oriko, wie gesagt, als White Magical Girl bezeichnet. Wohingegen Kirika und alle anderen eigentlich so als Black Magical Girl bezeichnet werden, soweit ich das verstanden habe. Das ist halt so ein bisschen, ich weiß auch nicht, was jetzt genau wie. Auf jeden Fall wird Kirika zum Beispiel als Black Magical Girl bezeichnet. Und auf jeden Fall, als Mami das erwähnt mit dem White Magical Girl Oriko, ja, sagt Kyoko ja halt, dass sie noch eine Rechnung mit diesem White Magical Girl offen hat und tut sich da momentan noch nicht mit Mami zusammen, um zusammen gegen sie zu kämpfen, da, wie gesagt, Kyoko selber noch was mit ihr, ja, zu klären hat. Ja, und dann kommt es halt zu einem Zusammentreffen zwischen Mami und Kirika und ja, erst weiß Mami nicht, dass Kirika ein Magical Girl ist, bis Kirika sie angreift und sie sieht, dass sie ein Black Magical Girl ist und ja, dann kommt es halt zu einem Kampf. Und so endet auch schon der erste Band. Die beiden Bände sind halt sehr dünn.
Deswegen ist da nicht allzu viel, was da passiert. Also meine Meinung zu dem Manga ist, ich finde den Manga nicht so toll. Also ich finde schon den Reihen, die von Puella Magi bis jetzt hier in Deutschland erschienen sind, wirklich Puella Magi Madoka Magica am besten. Genau wie Kasumi Magica finde ich Oriko Magica überhaupt nicht gut. Ich mag den Zeichenstil nicht, der ist nicht schön. Die Handlung ist auch so komisch. Es ist auch wieder so ein bisschen so irgendwie alles so schnell und auch so ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, zusammengewürfelt und teilweise weiß man nicht, was ist jetzt Sache. Und irgendwie ist das, ich weiß auch nicht, ich kann es nicht erklären, aber es ist irgendwie nicht mein Fall. Also es ist wirklich so, dass der Manga mich überhaupt nicht angesprochen hat. Ich meine, wer Fan ist, der holt sich die natürlich. Wenn er Fan von diesen Puella Magi Sachen ist, dann holt er sich die natürlich, so wie ich auch. Aber ich muss sagen, an sich würde ich den Manga jetzt nicht empfehlen, weil ich halt den Zeichenstil wirklich nicht schön finde. Er sieht halt so ein bisschen, ja, so nach Anfängerzeichner und hingeklatscht an. Und die Story ist halt auch nicht so der Burner. Und es sind halt wirklich sehr, sehr dünne Mangas. Und deswegen kann ich da leider keinen Daumen nach oben für geben. Da sag ich eher so und so, mehr nach unten geht Daumen. Ja, ich hoffe, euch hat die Review gefallen. Und dann hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video wieder.